Ehrenamt 4.0, so das Thema des Podiums, organisiert von der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Klar ist, das Ehrenamt ändert sich. Es ist heute unverbindlicher, bunter, vernetzter, so der Stuttgarter Sozialwissenschaftler Paul-Stefan Ross. Das beobachtet auch Weihbischof Matthäus Karrer aus unserer Diözese. Wir haben ein sehr vielfältiges Ehrenamt und viele sind noch verbunden über viele Jahrzehnte hinweg in anderen Engagementformen. Und wir müssen lernen, dass heute die Engagementformen ganz unterschiedlich sind. Das Entscheidende sei, die Haltung zu ändern, so Karrer. So wie die Menschen sich engagierten, so sei es gut. Das Zweite ist, ganz konkrete Projekte zu tun. Wir müssen unsere Diözese machen mit den Ehrenamtskoordinationsprojekten, das wir gerade am Laufen haben, um diesen Wandel im Ehrenamt in die Gemeinden, in die Verbänden hineinzubringen und viele Menschen mitzubringen und ihnen die Angst zu nehmen. Wenn das Ehrenamt anders wird, ist es auch trotzdem weiterhin gut. Dass sich das Ehrenamt ändert, zeigt auch ein Beispiel aus der Diözese, von dem Karrer berichtet. Dort löste sich der Kirchenchor mangels Interesse auf, aber es entstand ein Gospelchor.